Moin Leute, ich bin Ralf vom Slide Campus und in diesem Video zeige ich, wie ihr so eine Folie hier bauen könnt. Also, los geht's! Fangen wir mit einer weißen Folie an. Und als erstes brauchen wir ein ansprechendes Hintergrundbild. Unter Einfügen, Bilder, Archivbilder geben wir einfach mal Berg ein. Wir wollen das Wort Vision visualisieren und brauchen eine ansprechende Titelfolie zu dem Thema. Da gibt es tausende von Bildern mittlerweile und wir suchen uns mal ein Bild aus, wo vielleicht eine Person gerade in die Ferne guckt. Ich finde, sowas passt immer zu dem Thema Vision, so wie hier. Hier haben wir eine schöne Berglandschaft und eine kleine Person im Vergleich, die in die Ferne guckt. Und das Bild machen wir vielleicht mal ein bisschen größer, sodass es die ganze Folie bedeckt. So, jetzt gehen wir auf Einfügen, Formen und wählen uns ein Textfeld aus. Das fügen wir hier ein und schreiben in Großbuchstaben das Wort Vision dahin. Das kann ruhig sehr viel größer sein. Noch viel größer kann es sein, damit es schön die Folie ausfüllt. Ich gebe hier einfach mal 199 ein. So, jetzt haben wir schön groß das Wort Vision hier platziert und wählen uns vielleicht noch eine andere Schriftart aus. Zum Beispiel diese hier, Aharoni. So, das Wort Vision nehmen wir jetzt noch, gehen auf Form, Format, sagen Ausrichten, Horizontal zentrieren, damit es in die horizontale Mitte springt und gehen auch auf Ausrichten, Vertikal zentrieren, damit es in die vertikale Mitte springt. Außerdem gehen wir auf Start und machen es mittig. Dann wissen wir, dass das Wort genau in der Mitte des Bildes ist. Jetzt wollen wir die Buchstaben noch so ein bisschen lebhafter machen. Dafür gehen wir per Rechtsklick auf die Textbox, Form formatieren und können hier unter Textoptionen die Buchstaben verändern. Wir können einmal die Farbe verändern, weiß zum Beispiel. Jetzt können wir der Textbox auch noch so eine Spiegelung zum Beispiel geben oder einen Schatten. Das können wir hier über diesen Button machen. Können unter Schatten den Buchstaben einen Schatten geben. So zum Beispiel, den mache ich mal auf 100% und vielleicht ein bisschen größer. So. Und jetzt können wir noch zum Beispiel eine Spiegelung dort einfügen, sodass sich das Wort unten so ein bisschen spiegelt. Dann passt es mehr zum Bild, würde ich sagen. Wir gehen auf Spiegelung und wählen uns einfach hier eine voreingestellte Auswahl aus, zum Beispiel das hier in der Mitte. So, jetzt können wir das Wort ruhig noch ein bisschen nach oben schieben, damit die Spiegelung hier nicht auf dem Gras ist. Und jetzt haben wir schon mal eine sehr ansprechende Folie. Das Ganze würde ich aber noch ein bisschen weiter treiben. Ich würde Folgendes machen. Ich würde nämlich hier dem Ganzen so einen Farbverlauf hinterlegen, damit das Wort noch besser zur Geltung kommt. Dafür nehme ich eine Form, ein Rechteck und ziehe es einmal so über das Bild, dass es das Wort auch bedeckt und sorge dafür, dass das Rechteck auch an der oberen Kante der Folie ist. So, daran orientiere ich mich hierbei an dem Bild und sehe, okay, das Rechteck überdeckt den oberen Bereich des Bildes. Markiere das Rechteck und das Bild und sage per Rechtsklick in den Hintergrund. Jetzt geben wir dem farbigen Rechteck hier einen Farbverlauf. Also es soll unter Rechtsklick Form formatieren keine einfarbige Füllung haben, sondern einen Farbverlauf. Der sieht voreingestellt meistens so aus und den brauchen wir ein bisschen anders. Das heißt, wir gehen mal hier runter und löschen die Pins hier in der Mitte. Wir markieren sie einfach oder greifen sie mit der Maus und ziehen sie einfach mal nach unten, um sie zu entfernen. Alternativ können wir auch hier diesen Button klicken, um die Pins zu entfernen. Wir brauchen nur zwei dieser sogenannten Farbverlaufstops. Jetzt bestimmen wir noch die Richtung, die sollen nämlich von oben nach unten gehen. Und zwar soll es oben, bei so einem dunkelgrau, schwarz anfangen, so. Und nach unten hin soll es transparent werden. Das heißt, wir wählen unten, wo es hier gerade weiß ist, ebenfalls ein Schwarz aus und sagen 100% Transparenz, gehen auf Linie und sagen keine Linie. Ihr könnt hier natürlich auch andere Farben nehmen, um das Ganze zu visualisieren. Und wir schauen uns mal an, was wir bisher geschaffen haben. Sieht schon mal sehr cool aus. Was wir jetzt noch machen können, so als Feinheit, ist, wir können das O ersetzen. Wir können statt des Os vielleicht irgendwas Visuelles nehmen, wie ein Kompass, damit das Ganze nochmal eine Ebene ansprechender ist. Und genau das machen wir mal. Den Kompass bekommen wir aus den Icons. Unter Einfügen, Piktogramme, haben wir unsere geliebten Icons. Und hier geben wir genau das ein, was wir suchen. Kompass. Der hier passt ganz gut. Den wählen wir mal aus und fügen ihn ein. Und den machen wir genauso groß wie das O. Also er soll quasi das O ersetzen. So, das passt doch perfekt. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen uns das O, also wir markieren in dem Text nur das O und sagen hier unter Textoptionen, dass dieses O keine einfarbige Füllung haben soll, sondern das O soll transparent sein. So. Und jetzt haben wir quasi das O durch den Kompass ersetzt. Und den wollen wir noch mit der Füllung des Bildes versehen. Das machen wir wie folgt. Wir nehmen erstmal den Kompass und sagen per Rechtsklick in Form konvertieren. Jetzt haben wir ihn in seine Einzelteile zerschossen. Und diese Einzelteile lassen wir markiert, gehen dann auf Formformat,
Formen zusammenführen und vereinigen sie. So, diesen Umweg müssen wir gehen, um folgenden nächsten Schritt zu machen. Wir wollen nämlich das Bild hier einmal reingießen. Aber nicht das, was hier hinten ist, sondern ein Duplikat davon. Wir drücken also auf das Bild, sagen Steuerung und Shift und ziehen es einmal nach rechts. Ziehen es dann wieder nach links, sodass es 1:1 auf dem Ursprungsbild liegt. Dann sagen wir per Rechtsklick in den Hintergrund, lassen das Bild markiert, markieren dann den Kompass und sagen Formformat, Formen zusammenführen, Schnittmenge bilden. So, der Kompass ist jetzt hier hinten, per Rechtsklick, ich muss ihn jetzt noch erwischen, Rechtsklick, in den Vordergrund, haben wir ihn jetzt im Vordergrund und wir sehen, er hat die Füllung des Bildbereiches, wo er gerade drauf gelegen hat. Und auch diesen Kompass können wir mit einem Schatten versehen, so, können das Weichzeichen größer machen, so, und können vielleicht auch die gleiche Spiegelung nach unten machen, wie bei den Buchstaben, damit das einheitlicher aussieht. Gehen auf Spiegelung und wählen uns wieder hier diese vorgefertigte Spiegelung aus und fertig ist die Folie. Genial, oder? Lasst uns das Ganze aber noch einmal ein bisschen animieren. Und da machen wir uns das Leben einfach. Wir duplizieren einfach die Folie und nutzen den Morph. Sprich, wir verändern die erste Folie so, dass der Farbverlauf, ich zoome mich hier mal raus, halte Steuerung gedrückt und scroll mich aus dem Arbeitsbereich, weil jetzt kann ich alle Elemente außerhalb der Folie platzieren. So, ich kann den Farbverlauf oberhalb der Folie platzieren. Ich kann das Bild ein bisschen größer machen und kann auch den Kompass hier rausziehen, nach oben ziehen und kann ihn so ein bisschen drehen. Ihr werdet gleich sehen, warum, was das für einen Effekt hat. So, jetzt kann ich noch die Buchstaben nehmen, kann sie einmal nach links rausziehen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich halte Steuerung und Shift gedrückt, dupliziere diese Textbox einmal nach rechts und lösche hier die ersten 5 Buchstaben. Beziehungsweise 4, das O ist ja eh unsichtbar, und hier das N. So, ich mache jetzt hier noch ein paar Leerzeichen zwischen die Buchstaben und mache es ein bisschen breiter, damit sie alle auf einer Höhe sind. Jetzt habe ich alles für den Morph vorbereitet. Wenn ich jetzt auf Folie 2 gehe und sage Übergänge morphen, dann wird zumindest schon mal der Kompass, der Farbverlauf und das Bild entsprechend gemorpht. So, nur die Buchstaben fehlen noch. Und das können wir ganz einfach beheben, indem wir sagen, auf Folie 2, morphen. Und unter Effektoption sagen wir, morphen wir nicht nur Objekte oder Wörter, sondern morphen wir auch alle Zeichen, die auf der Vorfolie sind. Das heißt, PowerPoint nimmt sich die Zeichen V, I, S, I und N, sucht sie auf der Vorfolie, die befinden sich hier, und morpht sie von der Stelle aus an die nächste Folie. So, ist visuell einfacher zu verstehen, weil dann sieht es nämlich so aus. Genial, oder? Probier es selber mal aus, diese Folie zu bauen, wenn du sie direkt runterladen willst. Den Link dazu findest du unter dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß damit. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Dein Ralf. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place. All this my town. If I want that shit.